Dass wir bei dem Spitzenspiel dabei sind, Erster gegen Dritter, ist natürlich absolut erfreulich. Haben uns auch selber zuzuschreiben aufgrund unserer letzten Leistungen. Auf Augenhöhe, denke ich, ist ein bisschen übertrieben. Wir sprechen schon vom FC Bayern München, die in diesem Jahr übergreifend 6 Titel geholt haben, total ein klarer Tabellenführer sind. Jetzt haben wir natürlich so eine Phase, wo wir Selbstvertrauen haben, wo vieles eingespielt ist, wo die Abläufe viel besser sind. Wir haben sicherlich auch in diesem Spiel die Möglichkeit, die Chance, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wir werden sicherlich eines brauchen, und das ist eine gute Leistung. Ich sage, dass gestern das Training am Vormittag abbrechen musste, heute nicht trainieren konnte, hat Probleme im Rücken und ja, wir unternehmen natürlich auch alles, dass André fit wird für das Spiel am Samstag. Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Personalie. Ich kann natürlich auch die Fans draußen verstehen. Und die Zuschauer draußen verstehen, dass das natürlich nicht gut wäre. Wir werden alles daran setzen, dass André am Wochenende fit ist und er wird auch alles dafür tun. Ich glaube, man kann das relativ kurz besprechen. Wenn irgendwo ein Stein fällt, ein Trainer einen Verein verlässt, dann werden viele Kandidaten auch gehandelt. Dass mein Name dabei ist, ist ja okay. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr, glaube ich, wo Lucien Favre in der Kritik gestanden ist, ist auch mein Name gefallen. Aber Fakt ist eines, ich bin immer noch hier bei Eintracht Frankfurt und ich beschäftige mich auch nur mit Eintracht Frankfurt.